Ey, hört mir doch auf! Ja, moinsen, meine Meister, Meisterin, was geht, Krypto-Gang? Freunde, wir machen heute ein bisschen Krypto aktuell. Die frischeste News rund um den Kryptomarkt, die es auf jeden Fall zu besprechen gibt, weil wenn wir uns mal gerade umgucken, bemerken wir eine eher bullische Entwicklung des Marktes. Und vor allem zwei Stück sind besonders unterwegs, Freunde, nämlich unser Sorgenkind Solana und... Balim Balim, ein OG, ein Dinosaurier, Litecoin. Woher die Anstiege gerade kommen und wie nachhaltig das Ganze jetzt eventuell ist, ich würde sagen, Freunde, wir kennen das. Wir starten direkt nach dem Intro. Baby, baby, baby. Okay, let's go. Greeting from Savant. Freunde, wir haben heute echt mal eine gefühlte Erholung auf dem Markt. Zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber ihr wisst ja, wie schnell sich sowas in der Regel auch wieder ändern kann. Aber jetzt gerade, wo ich hier drauf gucke, Freunde, ich sehe grün. Klar, mal mehr, mal weniger, aber zwei fallen besonders auf und ich würde gerne mal mit Litecoin starten, Freunde. Sozusagen unser fucking Krypto-Dinosaurier, dem steht dieses Jahr nämlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes und potenziell schön steigendes Jahr bevor und damit startet er auch genau jetzt gerade. Der Grund, warum ich glaube, ihm steht zumindest eine sehr positive erste Jahreshälfte bevor und darauf folgend auch darüber hinaus 2023, also auch zweite Halbjahr. Und der Grund, dass er jetzt gerade so gut performt, sollten so Pi mal Daumen dieselben Gründe sein. Das Litecoin-Halving im voraussichtlich Juni. Ihr wisst ja, Freunde, Bitcoin und Litecoin sind ziemlich ähnlich vom Aufbau und von der Struktur her, also Mining, Proof of Work, Konsensus etc. pp. Und da findet halt immer in bestimmten Intervallen ein sogenanntes Halving statt, also eine Halbierung. Im Prinzip ist das nichts anderes als eine im Protokoll, also im damals geschriebenen Code festgeschriebene Angebotsverknappung. Heißt, die ausgeschüttete Menge an Litecoin pro Block aktuell liegt bei 12,5 und die wird dieses Jahr im Juni, also soll Juni sein, halbiert auf 6,25 pro Block und damit erzeugt die Geldpolitik von Litecoin-Ökosystem welches schöne, wunderbare Prinzip, welches wir alle lieben? Genau, Angebot und Nachfrage. Und eben mit Hinblick auf dieses Halving, was stattfinden wird, haben wir jetzt gerade intern in der Litecoin-Welt eine Art übergeordnetes Hinfiebern eben auf dieses Event. Und genau so sieht der Kurs auch gerade aus, weil der performt echt nicht schlecht. Auf Tagessicht, klar, könnte man denken, hä, ist doch voll wenig, aber schaut euch mal an, was wir hier die letzten Tage hatten, ne? Im Wochenchart haben wir zeitweise mehr als 14% gesehen. Und jetzt könnte man sagen, warte mal, Marcel, also Ethereum sieht im Wochenchart also eigentlich haargenau so aus, die korrelieren doch. Ja, Freunde, also von der Bildgebung gebe ich euch absolut recht, die laufen simultan. Aber achtet auf die 5% und auf die 14%. Und das spricht meiner Meinung nach absolut eine deutliche Sprache. Also Litecoin performt gerade definitiv brutal gut und mit Hinblick auf das Halving im Juni sollten wir den alten Dino vielleicht dann doch nochmal etwas mehr im Auge behalten, als wir es sonst tun. Weil ich habe sowieso immer das Gefühl, Litecoin geht irgendwie voll unter. Da spricht so gut wie keiner mehr drüber. So viel, aber auf jeden Fall schon mal zu Litecoin, liebe Freunde. Machen wir weiter mit Solana, weil auch die performen sich gerade zurück auf zweistellige Kurse. Ähnliche Chartbewegung, Freunde, wir sehen es, aber hier sprechen wir schon von über 35% auf Wochensicht. Und warum? Naja, man könnte jetzt sagen, weil Solana wohl mit das unberechenbarste und volatilste Dreck Krypto der ganzen Geschichte ist. Aber wir haben hier tatsächlich schon einen Grund, den wir ausmachen können für die Performance. Es liegt nämlich am Handelsvolumen, was ein frischer Altcoin ins Netzwerk geballert hat. Oder besser gesagt, ein neuer Shitcoin, Memecoin, Hypecoin, wie auch immer wir das nennen wollen. Jedenfalls ein neuer Shitcoin, der das Licht der Welt erblickt hat. Ein Gedöns namens Bonk, B-O-N-K. Das Teil ist nämlich jetzt auf Solana gelauncht und hat innerhalb 24 Stunden dreistellige Prozente eingefahren und gemessen ab Startpunkt vor gut einer Woche, Freunde, und jetzt aufgepasst, 1300%. Alter Lachs. Tendenz auch noch steigen. Und wie es nun mal bei Shitcoin so ist, liebe Freunde, haben wir natürlich einen Grund für diesen heftigen Impuls, der irgendwo in den, ich würde sagen, Tokenomics liegt. Also die wiederum jenseits von Gut und Böse sind. Ein absurd niedriges Preislabel, wie wir sehen, wo wir aktuell 5-0 nach dem fucking Komma notieren. Daran merken wir schon, wir haben hier mit einem Token-Angebot zu tun, was der Bevölkerung von China und Indien gleichgenommen mit Faktor 50.000 gleichkommt. 56 Trillionen Token oder so. Trotzdem wird der Token im Solana-Netzwerk aktuell richtig gut angenommen. Also er findet seine Abnehmer, ne? Das meine ich damit. Also der wird gerade schon in diversen Projekten integriert, Airdrops hier und da, NFTs kannst du damit schon bezahlen und das Teil knackt einen meiner Meinung nach sehr fragwürdigen Rekord. Da blutet mein Herz, Freunde. Aufgepasst, Bonk, seine Zeichen BONK, verzeichnet gerade nach einer Woche seit Start mehr aktive Wallets als die gesamte Polygon-Blockchain. Ja.
Und das ist kein Scherz. Also, Fazit, wir sehen auch heute noch, leider, wo ich eigentlich dachte, Krypto hat das Größte hinter sich mit dem ganzen Meme-Hype und so. Ein Community-Effekt wird von den Leuten tausendmal mehr schneller und besser aufgekauft und angenommen als fundamentale Projekte mit Sinn. Polygon ist ein fucking Monster, okay? Fundamental und nachvollziehbar. Großbild activated. Irgendwie regt's mich auf. Ich weiß nicht warum. Und Bonk hat innerhalb einer Woche mehr Wallet-Adressen als eben Polygon. Digga, muss ich nicht verstehen, Freunde. Werdet ihr wahrscheinlich auch nicht verstehen, aber ist leider nun mal aktuell die Realität. Ich persönlich gebe jetzt mal meine Einschätzung zur Kursentwicklung von Solana, wenn sie denn gefragt ist. Trommelwirbel. Verfallt jetzt auf jeden Fall nicht in FOMO, okay? Ich glaube nämlich nicht, dass Solana jetzt komplett über dem Berg ist und wieder back am Start ist, sondern wir sehen hier eine kurze, typische sogenannte Bärenmarkt-Rally ausgelöst durch einen Shitcoin-Hype. Ich persönlich meine, das geht sehr schnell wieder vorbei, Freunde. Da machen wir doch, ey, heute geht das wie Maschinengewehr. Dann machen wir doch wieder weiter. Denn wir haben eine interessante Studie zu Bitcoin durchgeführt vom BTC Echo, die uns bestätigt, dass es mit unserer zumindest internen Adoption wirklich gut vorangeht. Was bedeutet das, Freunde? BTC Echo hat zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt eine Umfrage unter Leuten gestartet, die schon in Krypto drin sind und investiert sind. Also sozusagen bei uns, okay? Im harten Kern. Und mit schlechtesten Zeitpunkt meinen wir genau am FTX-Kollaps, da wo Panik ausgebrochen ist und alles im gefühlten fucking Sturzflug war. Und man hat die Leute hinsichtlich ihrer Meinung zu Bitcoin befragt und ob man sich mit einem Invest in Bitcoin sicher fühlt. Und das Ergebnis ist überraschend, Freunde. Großbild activated. Ja, trotz schlimmster Marktlage gibt der große Teil der Mehrheit an, dass man ganz entspannt ist und Bitcoin weiterhin für ein sicheres und gutes Investment hält. 2021, sage ich euch, Freunde, wäre das Ergebnis ein ganz anderes gewesen. Garantiere ich euch. Da hat ein Marktzucken gereicht und die große Panik brach los, dass Krypto jetzt tot sei und so. Ihr werdet euch erinnern. Ich sag's ja immer wieder. Trust the fucking process. Also vertraut auf den scheiß Prozess. Der Markt regelt sich ganz alleine. Da müssen wir gar nichts tun im Prinzip. Alles kommt irgendwie immer zu seiner Zeit und genauso hat es jetzt nur knapp ein Jahr gedauert von sofortiger Panik bei jeder möglichen Kleinigkeit bis hin zu absoluter Urlaubsstimmung und Entspanntheit während einem riesigen Kollaps wie FTX. Und das ist eine wegweisende und super gute Entwicklung, wie ich finde, für die Zukunft. Die Leute bleiben einfach ruhig mittlerweile, nehmen das viel gelassener hin, wenn irgendwas passiert, weil sie wissen, Bitcoin ist der Schlüssel. Scheiß auf Luna, scheiß auf FTX, scheiß auf Three Arrow Capital oder was auch immer, ne? Scheiß auf Politik, scheiß auf Zinsanhöhung und so. Bitcoin geht seinen Weg und wird das von ganz alleine regeln und bereinigen. Und dass Bitcoin sich selbst bereinigt, liebe Freunde, zeige ich euch mal ganz schön an dieser, ich würde sie mal BTC-Prozessgrafik nennen. Wir erkennen hier klar und deutlich, dass Bitcoin die größten Korrekturen und Abstürze nicht etwa dann hat, wenn was Schlimmes passiert, sondern wenn er sich von alleine ohne Auslöser korrigiert. Dezember 2021, Freunde, wir erinnern uns, All-Time High, es gibt keinen Auslöser und Bitcoin bereinigt seinen Kurs von ganz alleine auf zuvorige Niveaus, die wir vor dem dicken Run hatten. Raus mit Paypoints etc. Er spült sich sozusagen alleine, okay? Dann hatten wir im März 22 das 320 Millionen Wormhole vom BridgeCheck. Bitcoin ist unbeeindruckt und steigt sogar noch. 620 Millionen Dollar Axie Infinity Egg. Wer erinnert sich nicht? Bitcoin juckt es einen Scheiß. Dann eine wieder alleinige Marktbereinigung und während den fallenden Kursen kam, dass USDT zum ersten Mal wirklich beträchtlich seinen Pack zum Dollarkurs verloren hat. Kurz darauf der komplette Luna-Crash. Erinnert euch, Junge, was war da eine Panik im Markt, Alter? Und immer so weiter, ne? Und bei jedem Ereignis werden die Abwärtsbewegungen, die daraus getrieben sind, gefühlt immer schwächer. Schaut euch am Ende des Prozesses mal den Abverkauf durch den FTX-Crash an. Das ist doch nicht mehr signifikant, Leute. Also bitte, das sind ernst genommen vielleicht ein paar Prozent. Trust the fucking process. Bitcoin regelt sich von alleine, Freunde. News in, news her. Und das nehmen wir als eine super gute Botschaft für den Weg rein in 2023 ins neue Kryptojahr mit dem richtigen Motivationsschub und Mutmacher. Vertraut auf den Prozess, Freunde. Krypto ist die Zukunft und selbst wenn alle Altcoin-Stricke reißen, okay, Bitcoin regelt das für sich alleine. Und damit würde ich für heute schon wieder sagen, Freunde, alle, die neu da sind und uns noch nicht kennen, gerne einmal unten abonnieren, weil die Krypto-Gang ist die beste Gang und es ist von Salatwissenschaftlern erforscht, hier aus Oxford, die haben eine Studie gemacht, dass die Krypto-Gang die beste Gang ist und deswegen gibt es auch eine neue Gesetzgebung, international, nicht nur in Deutschland, dass man in einen Gulag muss, wenn man die Krypto-Gang nicht abonniert. Deswegen macht das, bevor ihr in einen Gulag müsst. Und
dann würde ich sagen, Schluss mit der Scheißelaberei, Freunde. Wir sehen uns morgen vermutlich zu einem neuen Video. Kommentare natürlich unten rein, dribbelt ein bisschen in Alge und die Sache ist natürlich wie ein Spiegel, weil immer wenn man da reinguckt, dann sieht man sich mit seinen kleinen Glubschi-Äuglein und ich würde sagen, ich sehe euch auch beim nächsten Video. Ich bin jetzt wieder raus, genießt den Tag, reingehauen.